Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu dem Shooter Deus Ex aus dem Jahre 2000. Es gibt in diesem Spiel mehrere Möglichkeiten durchzuspielen. Unter anderem kann man ganz viel schleichen und den Gegnern aus dem Weg gehen. Oder man kann sich durchballern. Und der Herr Zwergesel und ich, wir haben uns gedacht, unsere Spielweisen sind so ein bisschen verschieden. Er möchte mehr schleichen. Ich möchte mehr in die Ballerrichtung gehen. Mich damit Gewalt durchboxen. Und deswegen versuchen wir jetzt gleichzeitig ungefähr parallel das Spiel durchzuspielen, aber eben auf verschiedene Weisen. Das heißt, wenn euch mal so eine Herangehensweise von mir nicht passt, weil ich mich blöd anstelle oder weil die Gewalt an der Stelle nicht angebracht ist, dann könnt ihr bei ihm reinschauen und andersrum, wenn er schleicht und es viel zu langweilig wird, dann könnt ihr gerne zu mir rüberkommen. So, der Charakter, Chasey Denton, der echte Name ist natürlich meiner, der hat verschiedene Fähigkeiten, Computer, Elektronik, Medizin und so weiter. Und die kann man mal gewisse Punkte zum Ausgeben. Ich glaube, man kriegt in jedem Level Punkte raus. Punkte, die man irgendwann neu investieren kann. So, ich will wie gesagt auf Schießen gehen. Am Anfang kriegt man hauptsächlich für die Pistole viel Munition, noch nicht so für die anderen Waffen. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Pistole ein bisschen höher noch gemacht. Damit wird sie präziser und macht mehr Schaden und auch das Nachladen geht schneller. Und auch die Medizin habe ich ein bisschen hochtrainiert, weil wenn man nicht viel schleicht, sondern eben voll reingeht auf Konfrontationen, dann kriegt man auch öfter mal was ab und wenn man die Medizin steigert, dann heilen die Medipacks doch deutlich mehr Lebenspunkte. Ja, und dann würde ich mal sagen, fange ich einfach an. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. Also das links, das ist ein Bier. He didn't really have a choice. Hasn't been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. Necessarily, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. So, das heißt, es gibt eine Krankheit. Es gibt zwei große Konzerne. Wir sind hier Teil von dem einen. Und scheinbar nicht die Guten, weil die anderen sind die ethisch unflexiblen. Aber gut, ein Auftrag steht an. Wir müssen Paul finden. Paul ist der Bruder von Chasey Denton. Und hier gibt es, willkommen in Half-Life.
Nein, nicht ganz. Paul, I thought you were in Hong Kong. Eine Brechstange. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. Few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but Unaco better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderley wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a Gep gun or a mini crossbow. Ja, wie gesagt, ich will ballern. Ich gehe da mit voller Gewalt rein, deswegen nehme ich das Gewehr. Genau, also hier gerade ist eine Geisel genommen worden. I like to pick him off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Okay, also es gibt die Geisel. Die muss befreit werden. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Der ist wohl selber dran schuld, dass festgenommen wurde. Zumindest meint das der Soldat. Der da. Genau, der Gefangene, der befreit werden soll, der ist unten drin in der Statue wohl, im Erdgeschoss. Und das Hauptquartier aber ist im Obergeschoss der Statue. Es gibt einen Vordereingang im Norden und es gibt einen Nebeneingang, den man aber wohl finden muss. Mal kurz ins Inventar. Hier ist die Pistole. Das Gewehr ist natürlich die Hauptwaffe, gefolgt von der Pistole, natürlich gefolgt von der Brechstange und dann gibt es noch den Ladeschocker, mit dem man Gegner außer Gefecht setzen kann, aber nicht töten. Genau, das ist allerdings Nahkampf und das nächste wäre dann noch ein Medikit. Es gibt Dietriche. Die packe ich da mal hinten dran und es gibt sogenannte Multitools. Dietriche sind dafür da, um Schlösser aufzuknacken. Und Multitools sind dafür da, um Elektronik zu knacken. Und dann gibt es noch den Schlüsselbund. Was das ist, weiß ich gerade nicht so da. Und Alkohol kann man trinken. Heilt ein bisschen Gesundheit, ist aber jetzt gerade nicht notwendig. Dann gibt es noch die Implantate, da werden wir noch einige finden nachher. Und natürlich die Fähigkeiten. Das sind nach wie vor die 950 vom Anfang. Und dann würde ich sagen, geht's los. Das ist einer dieser Bots. Das ist der Bruder. Und da geht's rein. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. The UNATCO informant on the north dock. So, die 10 mm Munition, das ist die für die Pistole. Identify yourself with the phrase iron and copper. So. If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth force. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Wo liegt's? Eine Gasgranate. Die wird sicher noch nützlich werden. So, da ist einer. Was gibt's hier? Eine Armbrust. Ha. Hätte ich die auch gar nicht nehmen müssen von dem gerade. Das sieht freundlich aus, so grün. Freight base is under lockdown till the danger's gone, Agent Denton. Right. How you guys holding up? UNATCO command made us pull back. I guess for Gunther's sake. What's the deal? We're ready to go in. Ja, Gunther wurde halt natürlich gefangen genommen. Und wie gesagt, Blödsinn, gewaltlos. I can't speak for command, but I'm gonna clean the place out. I hear you. Natalie's right. Nano-orgs are born and bred killers.
I do my best. Ich denke mit den Nanospinnen. There are some crates of ammo stashed in the antenna shaft behind the helipad. Might also want to check out the comm van next to it. The code's 0451. That. Shouldn't you turn that? Yeah. Sure. Bla 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 bla. Okay. Verkauf noch Waffen. 0451. Damit kommt man wohl da rein. Und mit den Nanotypen. Welcome aboard, Agent. Meint er wohl die Leute mit den Implantaten? Wir haben am Anfang in der Intro-Szene gesehen, dass die eine Firma, wo man die Leute. Was ist das denn? Die Leute quatschen hören, wo ich dachte, es wäre er hier. Dass die wohl. Es gibt eine Krankheit und die Firma, oder es gibt mindestens zwei Firmen, die am Heilmittel sind, am Heilmittel arbeiten. Aber die einen sind ethisch flexibel. Also wohl die nicht ganz so guten. Und die sind bei dem Heilmittel weiter, aber halt auch bei künstlicher Intelligenz. Setcom Unatco 1001. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Keine Ahnung. Ja, so ja, genau. Und eine von den Firmen. Was ist das denn? Ein Schlüssel? Eine von den Firmen, mindestens eine von denen, wahrscheinlich beide, haben. Ah, das wäre auch mit dem Dietrich gegangen, haben wir gerade gesehen. Aber mit dem richtigen Schlüssel geht es natürlich ohne Dietrich-Verschwendung. Eine EMP-Granate. Könnte nützlich werden. Muss ich wieder zumachen? Yep. So. Kein Verdacht erwecken, ne? Was ist das? Oh, eine Ratte. Bleib da! erwischt? Erwischt. Tierkadaver. Sie finden nichts. Kann ich ihn nehmen? Nein. Noch eine Ratte. Ja. Ich glaube, die Ratten sind hier nicht die Gegner. Dann geht's da hinten rum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man da rein muss oder nicht. Jedenfalls ist da die Statue, von der er gerade geredet hat. Das heißt, da ist auf jeden Fall der richtige Zielort. Muss weitergeht. Nein, immer noch nicht. Ich habe gerade gesehen, als ich in den Container rein bin, habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt habe ich 1025. Kann ich davon die Pistole erhöhen? Nein. Kann ich davon die Medizin erhöhen? Nein. Das sind gerade die einzigen Sachen, die mich wirklich interessieren. So, einmal ducken. Und man sieht jetzt, wenn man eine Weile zieht oder eine Weile steht oder nichts mehr tut. Verdammt. Dann wird das Fadenkreuz kleiner und man kann genauer schießen. Abschuss. Tötet. Wo ist der nächste? Da sind die nächsten. Einmal Deckung und. Abschuss. Und Abschuss. Noch einer? Ne? Noch einer? Keiner. Munition. Lecker. Und nochmal Munition. Lecker. Sehr gut. Da war nichts drin. Schau ich mal da noch um. Da sind noch weitere Gegner. Komm, den mal im Fernkampf wieder. Ne. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit Rechtsklick interagiert man nämlich mit Gegenständen, die rumliegen. Beziehungsweise steckt Gegenstände, die man gerade in der Hand hat, weg. Und das Fadenkreuz ist dementsprechend nicht auf der rechten Maustaste, wie man das von anderen Shootern kennt, sondern auf der Tastatur. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Es gibt ein Sicherheitssystem. Und der Login für das Sicherheitssystem ist NSF001 und das Passwort ist Smash the State. Jetzt ist nur die Frage, wo kann man sich da reinhacken? Hallo, mein kleiner Mutter. Try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Okay, es gibt einen Sicherheitsspot, den man mit der EMP-Granate aus Gefecht setzen kann. Ich habe. Sekunde, ich muss husten. Ich habe zwei Dietriche, aber das Schloss benötigt vier Dietriche. Ich frage mich gerade, ob ich Schildersack knacken. Ah, ist zu teuer. Damit käme ich wahrscheinlich mit weniger Dietrichen aus. Aber. Oh, da ist er doch. Der Bot. Pausiert das Spiel, wenn ich zu Winter gehe? Ja, tut das. So, hier die Biozelle, von der ich eh nicht weiß, was sie tut. Und dann
werfe ich mal die EMP-Granate nach dem. Oh, das hat funktioniert. Der ist deaktiviert. Schön. Wait. Dumm. Liegt doch nicht so faul in der Ecke rum, Mensch. Da kann doch jeder hier einbrechen. Moment, das tue ich ja gerade. Da ist noch einer. Da liegt einer, aber das war ich. Oh, das ist einer von uns, hm? War noch nichts dabei. Deckung. Irgendwie zieh dich gerade nicht mehr so gut. Dahin mit dir. Ich habe das Gefühl, wenn man hier so eine Weile rumschießt, dann finden die so ein bisschen raus, dass hier was nicht stimmt. Und deswegen haben die gerade schneller das Feuer auf mich eröffnet. Aber ich sehe gerade, mein Bein ist ein bisschen angeschlagen. Hier oben sieht man das so ein bisschen. Bein auf 37. Die Frage ist jetzt, wie viel halt so ein Medipack? Ich würde es eigentlich noch nicht verschwenden, vor allem nicht für ein Bein. Das wäre beim Torso oder beim Kopf wäre das viel schlimmer. Deswegen benutze ich einfach mal die Soda, die heilt 2 Punkte. Ich trinke einen Whisky, der heilt auch 2 Punkte. Schokoriegel heilt 2 Punkte. Zigaretten? Ne, die heilen logischerweise nichts. Aber, das ist schon ein bisschen besser. Nicht wirklich gut, aber besser. Oh, das ist wohl der Alkohol. Don't drink and shoot. Vielleicht noch ein bisschen zielorientierter arbeiten. Ich will zwar da reinstürmen, aber ich will natürlich nachher nicht in den Hinterhalt geraten. Also erstmal zielen. Und deswegen will ich erstmal außenrum so ein bisschen die... Also ich bewege gerade die Maus jetzt gerade zum Beispiel nicht. Und da sieht man schon, das wackelt so ein bisschen hin und her. Das ist dafür da, vermutlich, um das realistische Zielen zu simulieren. Der wäre ja fast da angekommen. Ist das das Sicherheitssystem? Der ist deaktiviert. Sehr schön. Da ist eine Kamera. Türen. Ein Dietrich. Was haben wir hier? Geschützturm. 5 Tools. Wenn ich jetzt hier... dann sieht mich natürlich die Kamera. Das will ich nicht. Ein Sicherheitsterminal. Wie war das noch gleich? NSF 001. Smash the State. NSF 001. 001. Smash the State. Haha, cool. Kamera aus, Geschütz auf Feinde. Und Tür entriegeln, Tür offen. Und hier gibt's keine Tür. Wo ist das denn? Das kenne ich gerade nicht. Also das ist die Kiste von eben, ne? Kann man so ein bisschen rumschwenken. Da ist die Tür von eben. Da ist die... Der Geschütz. Oh, da kommt jemand raus. Oh, schnell weg. Ach, da bin ich ja angegriffen von dem gerade. Dich hole ich mir im Nahkampf. Du hast bestimmt Munition dabei, oder? Dann eben. Kein Nahkampf, Feigling. Munition. Wow, das war geraten, aber Glück gehabt. Kann ich dem noch irgendwas abnehmen? Nee, ne? Kann ich ihn nehmen? Nein. Na gut. Dann ist hier noch die Kiste. Von eben. Ah, ein Dietrich. Und bevor ich da reingehe, würde ich sagen, speichere ich eine Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.